Hallo Leute, David von iDesignisch hier. Lange ist es her und wir machen heute diese Animation. Das richtet sich jetzt eher an die Anfänger unter euch, also so die die erste Animation in Cinema erstellen wollen. Also deswegen nichts Aufwendiges, ja, und ist, denke ich mal, machbar für jeden. Also als erstes machen wir uns ein Objekt, also es könnte euch egal, was ihr machen wollt, je nachdem, könnt ihr euch aussuchen. Wir machen hier mal wie im Beispiel eine Kugel. Die Kugel machen wir mal 10, also Radius 10. Können wir ein bisschen mehr ranzoomen. Und dann schieben wir die mal ein bisschen zur Seite mit den Pfeilen. Dann machen wir uns einen Würfel. Den Würfel machen wir mal auf 20 mal 20 mal 20. Und Rundungen machen wir hier mal, gucken wir mal, was passt. 2, ja, okay, machen wir 2. So, dann machen wir uns als nächstes einen platonischen Körper, weil der sieht auch ganz nett aus. Radius wieder von 10. Den schieben wir hier hin. Und zu guter Letzt machen wir uns einen Ring. Den Ring können wir hier, wenn wir auf Skalieren-Tool gehen, einfach ins Bild klicken und verschieben mit der Maus. Dann könnt ihr das auch skalieren. So könnt ihr auch Gutdünken machen. So, dann als nächstes gehen wir auf MoreGraph, auf Clone, selektieren alles und ziehen es unterhalb vom Klonobjekt. So, jetzt haben wir das hier etwas geklont. Schon mal. Das ist aber nicht die richtige Seite, denn wir gehen hier auf Klon, gehen dann auf, also von Modus Lineal auf Gitter, haben hier dann ein Gitter und gehen hier allerdings bei Anzahl, machen wir mal ein bisschen mehr. Also machen wir jetzt erstmal so spaßeshalber 10 mal 10 mal 10. Das können wir natürlich ändern. Dann, ja, machen wir mal. Ich denke, das passt soweit. Dann machen wir die Größe. Machen wir mal 100 mal 100, ups, 100 mal 100, um das ein bisschen kompakter zu halten, alles. Wie gesagt, können wir gleich noch anpassen. Dann beim Klon rechte Maustaste auf Simulieren gehen auf Rigid Body. Dann gehen wir hier bei der Kollision erstmal auch bei der Hierarchie, machen wir auf Tag an Unterobjekt vererben und bei individuellen Elementen gehen wir auf alle. Das heißt, wenn wir es ausgestellt haben, dann quasi sieht er eins als ein Objekt, aber wollen wir halt nicht haben. Wir wollen es halt individuell haben. Schweres Wort. So, als nächstes machen wir uns eine Kugel. Den können wir ein bisschen kleiner halten eigentlich. Gucken wir mal so. Bei der Kugel machen wir, also gehen Rechtsmaustaste wieder. Simulation, wo haben wir das? Simulationstag und gehen auf Kollisionsobjekt. So, jetzt gehen wir nochmal auf Clone und weil wir brauchen noch einen Effektor, das heißt, dass es halt nicht so als Würfel aussieht, sondern ein bisschen eher wie random aussieht. Das heißt, wir gehen auf MoreGraph, ne, sorry, auf MoreGraph, Effektor, auf Zufall. Ihr müsst allerdings auf euer Klon draufklicken, damit es hier reingepackt wird. Ansonsten, wenn ihr jetzt das nicht habt, dann müsst ihr das manuell, also wenn ihr euren Zufall habt, müsst ihr manuell auf Vektoren gehen bei Klonen und euer Zufall hier reinziehen per Drag and Drop. So. Als nächstes, weil wir können jetzt mal den Ball mal rausschieben und sehen wir mal, wie weit wir jetzt gekommen sind schon mal. Weil wenn wir das jetzt, dann würde sich die, ja, okay, was tun. Und zwar, das explodiert schon mal, weil es halt mit der Kugel verbunden und es
wird natürlich alles nach außen hin gesprengt, quasi. So, dann gehen wir mal auf unser Klon. Gehen auf, ne, sorry, auf Zufall. Wollen wir es erstmal ein bisschen zufällig generieren. Gehen auf skalieren, weil momentan haben die alle dieselben Größen. Gehen wir auf gleichmäßiges Skalieren. Geben wir mal 0,5 ein. So haben wir so ein bisschen Randomness drin. Und bei Winkel gehen wir alles mal auf 360 Grad. Ist eigentlich egal. Das ist, könnt irgendeine Zahl nehmen. So, jetzt haben wir ein bisschen so Mischmasch. Als nächstes, damit wir halt nicht, wir wollen halt nicht, dass es so explodiert, gehen wir hier auf Zufall. Nee, sorry, auf unser Balkon. Unser Tag hier hinten einfach draufklicken, gehen auf Kräfte und gehen auf Position folgen. Machen hier mal beispielsweise 10. Und wenn wir das Play machen, müsste das theoretisch in einer bleiben. Genau, das ist so jetzt so ein Gewusel. Da das jetzt doch ein bisschen mein PC belastet, machen wir einfach ein bisschen weniger. Das heißt, wir gehen auf Klon, gehen auf Objekte gehen, machen wir mal Anzahl, machen wir mal 5. 5 mal 5 mal 5, das könnte aber ein bisschen wenig sein, aber gucken wir mal. Okay, wie wir sehen, es ist jetzt halt ein bisschen flüssiger. Können wir das mal natürlich ein bisschen hochstellen, machen wir mal, ups, 70, ah, fuck. Das ist so der typische Vorzeigeffekt. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ah, nee, super, hat er. Okay, ja, schnell weg, bevor mein PC abstürzt. Oh, okay, machen wir 7, sorry. So, 7 mal 7 mal 7. Okay, ja, das sieht schon mal gut aus, deswegen machen wir mal 8, ob es geht. 8 mal 8 mal 8. Ne, okay, wie wir sehen, das ist nicht ganz so flüssig, dann bleiben wir bei 7. 7 mal 7 mal 7. So, und jetzt, das war damit, wir wollen, dass es die Kugel hier folgt. Machen wir erstmal Anfangsframe. Gehen wir auf unsere Kugel, rechte Maustaste, Cinema 4D-Text auf Vibrieren. So, gehen wir auf Position aktivieren. Und wenn wir das jetzt so lassen, dann passiert nämlich Folgendes schon mal. Heißt, die Kugel bewegt sich ein bisschen und anhand dessen werden halt die Würfel hier, die Objekte verschoben. Deswegen, wenn wir hier beispielsweise mal alles mal 100 mal 100 mal 100, jetzt seht ihr mir schon, gibt es hier ziemlich viel Random. So, jetzt machen wir aber Folgendes, wir gehen wieder zu Frame 1, machen die Kugel hier in die Mitte rein. Okay, Größe können wir gucken, aber ich glaube, es passt soweit. Gehen wieder auf unser Vibrieren und gehen wir mal auf 200. 200 mal 200 mal 200. Na, okay, nicht so viel. 200, dann sollte das. Sorry, war ich jetzt ein bisschen zu schnell mit der Maus. In die Mitte natürlich verschieben. Sehen wir, ah, okay, das ist schon mal. Ja, so jetzt folgt es halt ein bisschen der Animation. Wobei ich gerade denke, 200 war vielleicht ein bisschen viel. Aber deswegen, ihr könnt ein bisschen rumspielen, was für euch besser ist. Deswegen, wir gehen doch mal auf, machen wir mal alles auf 100. Ja, okay, super. Ja, perfekt. So ist doch cool. Genau. Und so haben wir das. Also, ihr könnt natürlich mit den ganzen Effektoren und mit den ganzen Parametern ein bisschen spielen. Verändert halt dementsprechend ein bisschen was an der Animation. Deswegen könnt ihr euch natürlich da ein bisschen austoben.
Ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich soweit schon mit dem Video. Ich wollte es auch nicht so strapazieren. 10 Minuten, denke ich, ist eine lange, schon lange Zeit. Wenn es euch gefällt, also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es jetzt keine Texturen packen oder kein Lightning drauf machen. Ja. Aber wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr es natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das natürlich. Ansonsten hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like, dann Abo da, wie immer. Gute alte Zeiten willen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.